mal wieder einen netten guten Morgen oder einen netten guten Abend oder wie ihr das auch möchtet. Seht euch das mal bitte an und dann werden wir weitersehen, was ihr davon haltet. Wenn man nicht mitkriegt, ich habe so ein Kamerateam bestellt. Ich betrete um 9.20 Uhr pünktlich den Saal Raum 12 unter Leitung von Herrn Dr. Janko, dem Richter. Oder auch nicht Richter. Zeuge auch, also Prozessbeobachter auch stehen bleiben, oder? Ich erkenne die ja nicht an. Ja, ich nicht. Hat sich ruhig empfehlen. Guten Morgen. Interessant wird nachher, wenn ich den Link von Norbert Blüm reinsetze, von einer Sendung in SWR 1, wie er die Richterschaft als hochnäsig bezeichnet. Das werde ich als Ansatzlink ansetzen. Ich möchte gar keine Güteverhandlung führen. Bevor hier irgendetwas offiziell gemacht wird, möchte ich erstmal als Volljuristen möchte ich Sie gewisse Symbole blende ich mit absichtlich ein und hänge ich ab, da das nicht unsere Form ist, um den Stand die entsprechende Beweislast habe ich schon erbracht. Und die hier macht, weil Symbole unterfallen den nationalen Gesetz, sind somit verboten von den alliierten Organen. Ich stelle keine Anträge bei einer Firma. Das ist ein Vertragsrecht. Zu diesem Sinne des Nationalsozialismus sowohl stehen wir auch absolut nicht, da wir nicht Staatsbürger Dritten Reiches sind, sondern nach Auflagen der Alliierten mit der Gesetzesgebung. Die sind als Volljuristen die auskunftspflichtig. Bis zum Friedensvertrag. Ich weise darauf hin, dass das Gespräch zu befassen, eine Aufzeichnung und Protokollabschreibung. Können Sie mich bitte aufnehmen lassen oder ist das unmöglich? Wir aufschreiben, ist das bestimmt. Sind als sogenannter Richter. Ja. Ja? Der Beklagte erklärte, es sei dies kein Gericht, eine Firma, ja, sondern eine Firma. Er ließ den Vorsitzenden nicht ausreden. Das gleiche gilt nur für Sie, wo Sie lassen Sie mich als Klienten oder Mandanten oder was nicht aufregen. Sie können da tausend Sachen aufzeichnen, ich verspreche Ihnen. Geschäftszeichen sind nur eine meiner Geschäftsordnung. Unser Staat muss dabei ein Protokoll zu diktieren. Das läuft gerade über meine Maschine und ich habe darauf hingewiesen, dass ich dieses Gespräch, dieses eingreifende Gespräch aufzeichne zum Protokoll für Weiterführungszwecken. Und ich stelle Ihnen einfach meine Frage, ich zeichne dieses Gespräch auf, das ist mein gutes Recht. Und das ist aufgeregt. So, ich habe die Absicht, jetzt ein Ordnungsmittel gegen Sie zu verhängen. Das möchte ich sehr gerne. Könnten Sie einfach meine Frage beantworten? Was sagen Sie denn? Können Sie gerne meine Frage beantworten? Ich spreche jetzt einfach. Die Frage stellen Sie, auf der Grund welcher Legitimation Richter eines Staatsgerichtes? Meine erste Frage, ich stelle jetzt einfach, wenn Sie nicht antworten, will ich das vermerken. Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Sie die Frage klar und wahrheitsgemäß mit Ja, Nein oder mit Verweigerung beantworten können. Meine erste Frage lautet, befinden wir uns im Vertragsrecht und gehe ich mit Anerkennung Ihrer Person und des Gerichts einen kostenpflichtigen Vertrag durch punktuelles Handeln ein? Sie gehen hier keine Verträge ein. Nein. Das ist ein Nein oder ein Vielleicht? Sie kriegen von mir zu solchen Fragen überhaupt keine. Ja, das geht auf Band. Sie wissen schon, dass ich das öffentlich machen werde. Das ist mir gutes Recht. Sie haben keine Grund- und Persönlichkeitsrechte als sogenannter Richter. Hier geht gar nichts auf Band. Das heißt, Sie... Ja, klar, eine Sicherheit. Sie sagen mir jetzt, ich hege keinen Vertrag ein. Haben Sie mit Nein beantwortet? Kann ich interpretieren, ne? Zweite Frage, befinden Sie in einem staatlichen Gericht? Zweite Frage, befinden Sie in einem staatlichen Gericht oder im Ausnahme- und Schiedsgericht? Ich verweise auf Wegvertrag 15 GVG. Staatliche Gerichtsbarkeit ist erloschen. Ich frage mich, ich frage Sie, Herr Dr. Jakob, was für ein Richter sind Sie? Fragen zu stellen, die mit der Sache nichts zu tun haben. Aha, das sind grundlegende Fragen im Verfahren, das ist Vorverfahren. Die Frage stelle ich vor dem Verfahren. Ich will gar kein Verfahren eröffnen, wo ich auch kein Verfahren eröffnen können.
Sie sind kein Staat, Sie sind gesetzlich eingestellt. Ein Ordnungsgeld in Höhe von. Ja, das können Sie gerne machen. Sie können auch gerne weiter rumhandeln. Sie müssen erst einmal eine Frage beantworten, weil ich hier gar kein Verfahren zulasse. Also ich hätte das schon gemerkt. Fragen werden bei Gericht sowieso nicht beantwortet. Ich stelle Ihre richterliche Funktion in Frage. Vielleicht können Sie nicht mal darauf antworten. Und ich habe es auch schriftlich bereits mehrfach getan. Ich verweise nochmal auf Wegfall 15 GVG Gerichtsverfahrensgesetz. Staatliche Gerichtsbarkeit ist erloschen. Es gibt keine staatlichen Gerichte mehr. Was für ein Gericht ist das hier? Was für ein Gericht ist das hier? Sie können mir jetzt 10.000, ich fordere auch an Sie, fordere ich noch. Bitte nehmen Sie diesem Mann dieses Gerät weg, auf dem er aufzeigt. Das ist überhaupt nichts weggenommen. Sie haben keine staatlichen Befugnisse. Sie haben keine staatlichen Befugnisse, dieses Gespräch. Ist mein gutes Recht, dieses Gespräch mitzuschneiden. Dieses Gespräch kann ich mitschneiden, dafür gibt es Rechte, ne? Aber auch wenn Ihrerseits über diese Rechte schon genommen werden, über den Personalausweis. Richtig, über Personalausweis ist man Betriebsangehöriger der Bundesregierung. Ich verweise nochmal auf 16 GVG-Gerichtsverfahrensgesetz. Aufgrund welcher rechtlichen Grundlage und Legitimation sind Sie Richter? Die Antwort wird verweigert. Weil er kein Richter ist. Ja. Können Sie gerne alles in Ihren Diktaphon. Antwort verweigert. Dritte Frage. Sie geben vor, Richter zu sein. Sind Sie gesetzlicher Richter eines Staates und können Sie sich als staatliche gesetzliche Richter legitimieren? Die Frage wird auch verweigert. Sie werden ignoriert. Die rechtliche Gehör wird verweigert. Was für eine Art Richter sind Sie, Herr Dr. Lange? Der Beklagte hatte Gelegenheit zur Stellungnahme. Ich hatte keine Stellungnahme. Die wird ja nicht verweigert, weil mein rechtliches Gehör auch verweigert unterwandert wird. Sie haben nicht auf eine Anfrage reagiert. Meine Beweislastumkehr wurde verweigert. Ich habe Beweislast erbracht und Beweislastumkehr verlangt. Auch von Ihnen. Wie sieht es aus? Sie sind Anwalt eines Staates. Haben Sie eine staatliche Zulassung? Entsprechende Staatsangehörigkeitsnachweise? Können Sie die erbringen? Hat er nicht. Haben Sie einen Personalausweis? Hat er auch nicht. Das nicht gegenüber Ihnen erbringen. Das wissen Sie nicht, weil Sie in Ihrem eigenen Glaubenssystem gefangen sind oder warum? Sie glauben, Sie sind Anwalt. Herr Dr. Janko glaubt, er ist Richter. Ich glaube, ich bin ein Presse manchmal. Kriege ich deswegen die Gage oder wie? Nichts, Herr Einzelmann. Können Sie die Legitimationsnachweise erbringen, die ich gefordert habe? Nein, brauchen Sie nicht wirklich. Glauben Sie, sind Richter oder warum? Kennen Sie das Schiefgesetz von den Alliierten? Ja. Tagesbefehl. Haben Sie einen Tagesbefehl von der Militärregierung? Ach. Brauchen Sie nicht. Ja, wo ist er denn? Bereinigungsgesetze. Kommen wir zur nächsten Frage. Sie sind also kein staatlicher gesetzlicher Richter, Sie haben keine staatliche Zulassung. Antwort verweigert? Antwort verweigert. Das können Sie beeilen. Ich händige Ihnen jetzt eine eidesstattliche Versicherung auf. Jetzt geht's los. Jetzt. Weil kommt jetzt nicht der Richter reagieren und agieren. Ich bin sowieso Zeuge, der spielt gar keine Rolle. Blüten dazu. Er spielt sowieso keine Rolle, der Zeuge. Ich bin Leitstreber von SWR1. Legen Sie bitte diese Geräte weg. Dieses Gerät wird nicht genommen. Sie haben keine Funktion, was er heute ist. Wenn Sie das Gerät sich freiwillig auslegen, senden wir unmittelbaren Zwanger. Ist Ihnen das bekannt? Unmittelbaren Zwanger. Aufgrund welcher Rechtsgrundlage? Aufgrund welcher Rechtsgrundlage? Aufgrund des Richters. Direkt ins Gefängnis. Wir nehmen Sie jetzt vorläufig fest, haben Sie irgendwelche gefährlichen Gegenstände am Mann? So. Ich sage mal so, jetzt wird wieder die Schiene gefahren. Kleinen Fehler hat der gute Mann natürlich gemacht. So was sollte man natürlich absolut überhaupt nicht machen. Denn die Rechtsbarkeit ist leider Gottes penetrant. Ich kenne es am eigenen Leibe, wie das aussieht. Ihr seht ja auch hier in der Ecke, Augenblick, ein Stück hoch, Hilfegesuch an den Militärbeauftragten, Schreiben an die russische Botschaft. Diese Sendungen wurden einfach nicht durchgesendet, per Nachname. Ich kam kein Schreiben, ich habe von der Deutschen Post auch nichts erhalten, ob die Schreiben angekommen sind. Aber naja, gut, wir bleiben mal so. Wir werden sehen, dass wir darauf hinkommen. Im Namen des Volkes. Mal gucken. Und nicht auf Geld. Ja, was ist im Namen des Volkes? Ist doch unmissverständlich nationalsozialistisches Recht, verstößt gegen die Ordnungen, denn dieses ist der Satz im Namen des Volkes, ein nationalsozialistischer Ausdruck, und das weiß die Bundesrepublik, dass dieses rechtswidrig ist. Aber na gut, ich wünsche euch erstmal noch viel Spaß. Augenblick, abbrechen. Macht euch selber im Kopf drüber.
ich danke euch fürs Ansehen. Letzter Link, voller Link ist unten mit eingeblendet.